Servus die Maulen und grüß euch die Buben. Ja Freunde, wie ihr seht, ich bin wieder mal unterwegs. Kleine Tour durch den Dschungel, da wieder neben der Donau herum wieder unterwegs. Schauen wir, ich habe heute auch die Gamaschen an, ich weiß nicht, wie feucht es da drin sein wird. Wird wahrscheinlich doch etwas feucht sein. Wir hatten heute minus 3 in der Nacht. Also ja, auf den Dom bin ich auch gespannt. Ich habe heute kein Ansteckmikro. Ich verwende heute mal ein Richtmikrofon wieder zum Testen. Und ja, mal probieren, wie sich das mit dem macht. Ich habe auch die Kombination mit der Actioncam. Und ja, probieren wir das aus. Schauen wir, was wir machen. Kleinigkeit will ich essen. Käfchen, Standard. Also, gehen wir. Ja, wie man da unten sehen kann, ist eigentlich alles ausgetrocknet. Und wie man im Hintergrund vielleicht hören kann, da wird auch schon heute ordentlich geschossen. Da sind die Jäger ganz schön unterwegs. Aber ich denke, in dem Gebiet hier ist doch nichts los, weil da habe ich nicht schießen gehört. Das ist eher in meiner Gegend da drin. Naja, schauen wir, was uns erwartet. Ja Freunde, immer wieder super da durch den Wald zu streichen, jetzt noch dazu im Herbst. Ein bisschen was kann ich auch noch ausnützen. Hubschrauber hier auch im Hintergrund. Ja, ich bin so froh wieder, dass ich unterwegs bin. Echt geil. Ja, aber jetzt lasse ich den Huber einmal vorbeifliegen. Ja, eigentlich hätte ich erwartet, dass es hier viel feuchter ist, aber ist es zum Glück nicht. Also die Gamaschen hätte ich mir da sparen hin, aber jetzt haben wir schon. Super Wetter haben wir zumindest. Echt super. Ja, in der Zwischenzeit ist es auch 2:15, also kurz vor 14 Uhr. Und ein kleines Hungergefühl überkommt mich da auch. Werden wir da jetzt, glaube ich, ein gemütliches Plätzchen suchen und eine Kleinigkeit essen. Na, schauen wir mal, da finden wir sicher noch was. Ja, ich denke, das Platzerl bietet sich da ein bisschen an für mich. Ja, auf alle Fälle hungert es mich. Ich bin gerade noch am Überlegen, soll ich meinen Solostoff, den ich heute mit habe, und auch den Solobot einmal mit Holz betreiben oder mit Spiritus. Ich tendiere mal zum Holz und ich werde mal schauen, dass ich da ein bisschen was finde. Ja, noch was ist mir unangenehm aufgefallen. Meine super Mechanix habe ich genau noch einen, weil der andere liegt irgendwo in der Botanik. Tja, so viel zum mein Klick mit den Dinger. Egal, ich habe Hunger. Es gibt da halt einmal so Eierspätzle. Und dazu kommt auch Fleischsugo. Und das werden wir jetzt einmal machen. Ich gehe jetzt einmal Holz sammeln. Und dann werden wir mal den kleinen Solostoff anwerfen. Ja, schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Ah ja. Na, wer sagt's denn? So, mal die Eierspätzleine. Den Solo Deckel drauf und ab geht die Post. Die köchelt natürlich schon. Herrlich. So, jetzt nochmal Sugo dazu.
So. Das ein bisschen untermischen. Ja, Freunde. Na, make hosten. Mahlzeit. Sehr gut. Schaut mal. Ein voller Boot. Und gleich ein volles Magerl. Boah. Das ziehst du. Ich werde schon einmal in Ruhe essen. Und dann schalte ich euch wieder dazu. Wir können einen langen Zent machen. Auf dem Boot. Ja, den habe ich zusammengerissen. Haben wir noch ein bisschen Wasser rein, wenn wir kurz auswaschen. Ja, da werden wir natürlich immer wieder waschen müssen. Und dazu brauchen wir natürlich einen Zauberwürfel. Ein bisschen beträufeln mit Wasser. Und das reicht. Ja, ich glaube, das brauche ich nicht mehr vorstellen. Meine Zauberwürfel kennt eh schon jeder. Meine Zaubertücher. Ihr habt jetzt gesehen, die gibt es auch in verschiedenen Größen, also in richtig ganz groß. Oh, nicht schlecht. Jawohl. Ja, das ist einer der Vorteile von einem Solostoff. Der ist nicht so extrem heiß, den kann man da woanders hinstellen auch. Und das mit bloßen Händen, ja. So, geben wir mal ein Käfchen hinein. Mehr nehmen. Habe ich jetzt einmal bis, sag einmal so 3 cm unter den Rand angefüllt. Ja, umrühren sollte man auch und ein bisschen warten, hat es geheißen. Aber ich denke, den Kaffee weiß er, werde ich auch jetzt gleich einkriegen. So, jetzt noch mehr rühren. Den Kaffee weiß er, werde ich auch noch mehr umgerührt. Passt. Und jetzt werden wir ein bisschen pressen. Schauen wir mal. So. Der ist jetzt wirklich bombvoll. So, Verschluss noch drauf. Das geht sich perfekt aus. Deckel noch drauf. Herrlich, eigentlich fast trinkfertig und das werden wir jetzt genießen. Aber mir ist der sowieso viel zu heiß da herin wahrscheinlich. Dadurch leere wir den in eine Tasse. Ja, Freunde, das sind einmal wieder Klänge wie zu Weihnachten. Mit den 5 Pfeifenorgeln. Na. Grüße einmal wieder meine ganzen Krankensesseln. Ach, diesmal besonders den Hubert Fluch. Ja, was Hubert, hast du mich das letzte Mal auch persönlich grüßen lassen. Jetzt kommt die Retourkutschen dafür. Ja, und natürlich auch den Rest an meinen Freunden, Belegschaften und sonstigen. Prost! Ja. Nur den kann man schon lassen. Das geht. Ja, Sonne geht schön langsam unter. Ich spüre, wie ich gesagt schon, es wird langsam kühl. Ja, schön langsam den Ofen ausgehen lassen am Solostoff. Und dann fertig trinken, zusammenpacken, zusammenräumen. Platzl wieder herrichten, wenn wir es vorgefunden haben, und dann geht es wieder heimwärts. Ja, das letzte Lackerl. Ja, es ist alles geleert, ausgetrunken. Kühl ist mir. Der Ofen ist auch schon fast aus, aber in der Zwischenzeit werde ich ihn erst zusammenräumen und dann melde ich mich wieder, wenn ich soweit bin.
Ja, und jetzt geht es wieder gemütlich zurück. Also man merkt jetzt wirklich, oh, das kühlt jetzt rapide ab. Das spürt man. Ja, das lange Sitzen war jetzt auch nicht optimal. Aber jetzt laufen wir wieder ein bisschen und dann wird schon wieder werden. Ich bin wieder auf einem Weg angekommen und jetzt geht es noch ein paar hundert Meter und dann bin ich wieder beim Auto. Aber frisch ist immer noch und mir ist auch immer noch Huschi. Ja, ich bin dann kurz vor der Drosch genommen. Ja Freunde, wir sind am Ende der Tour angekommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht mit mir, mit durch den Dschungel zu wandern. Gut, gesehen haben wir heute nicht so viel, aber okay. Ist halt so, leckeres Essen, leckeres Käffchen, ein bisschen draußen die Zeit verbraucht und in dem Sinn. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das mit dem Richtmikrofon, mit dem Ton, das kommt recht gut rüber. Dann erspare ich mir das Funkmikrofon in den kalten Temperaturen. Aber ja, das sehe ich dann zu Hause, wie die Aufnahmen worden sind. Gut, meine Freunde, ich wünsche euch in dem Sinn noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und Servus im Maul und viert euch die Burm.